zusammen. Ich habe heute meine erste Motorradfahrt seit ungefähr 2 Jahren gemacht. War unheimlich aufregend. Das letzte Mal, als ich gefahren bin, war, glaube ich, Halloween vorletztes Jahr. Das ist zumindest das letzte, an das ich mich erinnern kann. Naja, aber eine ganze Saufen da drin. Das Jahr darauf war ich schwanger und habe ein wundervolles Baby bekommen. Deswegen habe ich erstmal eine kleine Pause eingelegt. Und heute macht Papa mal Babysitting. Und für mich war es die Gelegenheit, das erste Mal seit den 2 Jahren wieder zu fahren. Also, wie gesagt, es war echt aufregend. Es ging schon los beim Anziehen. Ich hatte ganz vergessen, wie schwer die ganzen Sachen eigentlich sind. Ich habe die Jacke angezogen mit dem Rückenprotektor drin und dachte mir, boah, ist das schwer und hart. Dann den Helm auf mit dem zerknautschten Gesicht. Also der Helm, ganz komisches Gefühl. Dann die Stiefel, die hatte ich eigentlich schon aussortiert. Ich weiß, mindestens 3 Mal habe ich schon die letzte Fahrt damit gemacht und sie dann nochmal in den Schrank gestellt. Und habe sie dann heute nochmal rausgeholt. Ich habe noch ein paar neue da, aber die lasse ich jetzt stehen für wahrscheinlich nächstes Jahr. Ich weiß nicht, ob ich dieses Jahr nochmal dazu komme zu fahren. Dann ging es los. Ich war fertig angezogen, alles war da. Moped gestartet, hat alles super geklappt. Ich bin erstmal langsam losgefahren. Wie gesagt, ich bin lange nicht gefahren. Ganz vorsichtig, auch um die Kurven, erstmal ganz langsam alles. Da fällt dann erstmal wieder ein, an was man überhaupt alles denken muss. Muss ich erinnern, wie alles funktioniert. Wie funktioniert der Blinker nochmal? Dran denken, dass man ihn wieder ausstellt, wenn man um die Kurve gefahren ist. Dann musste ich mich jedes Mal dran erinnern, dahin zu gucken, wo man auch tatsächlich hinfährt. Ganz wichtig für mich, denn ich habe gelernt, da wo man hinguckt, dahin fährt man auch. Dann in den Kurven für mich war es so, dass ich mich extrem konzentriert habe. In einer Kurve war es zum Beispiel so, da war kein Auto vor mir, kein Auto hinter mir. Da habe ich genau darauf geachtet, dass ich eine passende Geschwindigkeit habe, dass ich dann auch wirklich schön in die Kurve reinfahren konnte, mich ein bisschen reinlegen konnte. Nicht zu schnell, nicht zu langsam, also das hat wirklich gut geklappt. Ja, beim Anfahren dran denken oder aufpassen, dass man den Motor nicht abwirkt, ist mir zum Glück nicht passiert. Ist mir auch vorher selten passiert, in der Zeit, in der ich gefahren bin. Vielleicht sollte ich noch mal dazu sagen, ich bin noch nicht so lange gefahren. 2018 habe ich meinen Führerschein gemacht, bin dann mit meinem Mann gleich in dem Jahr bis nach Österreich hingefahren und auch wieder zurück. Ich bin auf den Großglockner gewesen, wir sind nach Rügen gefahren. Also ich hatte den Führerschein noch nicht lange. Ich bin jetzt auch nicht die Raserin und die mega tolle Kurvenfahrerin, aber ich bin gerne gefahren und ich bin auch relativ viel gefahren für die kurze Zeit, die ich meinen Führerschein schon hatte. Ja, und jetzt bin ich das erste Mal seit den 2 Jahren wieder gefahren. War unheimlich toll. Vielleicht war ich ein bisschen langsam an der einen oder anderen Stelle, aber vielleicht lieber ein bisschen langsamer und sicherer, als gleich einen Unfall zu bauen. Aber es hat mich keiner überholt. Und was für mich auf jeden Fall ein tolles Erlebnis war, wo ich mich aber auch erstmal wieder dran erinnern musste, ist, als mich der Erste so mit Finger gegrüßt hat. Den Ersten habe ich noch zugenickt, so wie man es im Auto oder auf dem Fahrrad oder was auch immer dann er mal macht. Aber es war unheimlich toll, als einen dann der Erste gegrüßt hat und ich dann auch zurückgegrüßt habe. Später kamen noch ein paar andere. Ja, da habe ich mich gefreut. Ich habe eine kleine Fahrt gemacht auf einer Strecke, die ich kenne. Das war mir wichtig, dass ich keine Experimente mache auf meiner ersten Fahrt. Dass ich halt auch weiß, wie die Straßen sind, wo auch keine Baustellen sind, wo Kurven kommen, auf was ich da achten muss. Dass ich halt vorbereitet bin. Jetzt schwinge ich mich gleich wieder drauf aufs Moped und hoffe, dass ich auch gut wieder zurückkomme. Und dann freue ich mich, dass ich meinen Mann und das Baby wiedersehe. Ciao, ciao!